Jeder weiß, wie gefährlich und mächtig Krokodile und Alligatoren sind. Daher ist es gerechtfertigt anzunehmen, dass sie alle Tiere, auf die sie in freier Wildbahn treffen, terrorisieren. Doch das ist nicht immer der Fall. Oh, guck! Manchmal gehen diese riesigen Reptilien nicht als Sieger hervor. Wenn du Tiere sehen möchtest, die es mit Krokodilen und Alligatoren aufnehmen, musst du dir diese Videos ansehen. Also los geht's. Oh, 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 nein, es ist passiert. Leopard. Es ist nicht üblich, dass Leoparden Krokodile töten, einfach weil Krokodile groß und mächtig sind. Aber kleinere Krokodile können zur Beute eines gut geplanten Angriffs durch einen Leoparden werden. In diesem Video hat ein Leopard zum Beispiel ein kleineres Muggerkrokodil überfallen. Die Großkatze hatte alles unter Kontrolle, bis ein paar Wasserbüffel versuchten, den Leoparden anzugreifen. Dadurch verlor er seine Konzentration und das Krokodil konnte entkommen. Man sieht einen Leoparden am Strand rennen, auf ein ahnungsloses Krokodil zulaufen. Sobald das Reptil die Anwesenheit der Großkatze spürt, sprintet es ins Wasser und entkommt so dem Angriff. Python. In diesem Video sieht man, wie eine riesige Python ein Krokodil komplett verschlingt. Das Reptil ist nicht groß, aber für die Schlange ist es dennoch keine leichte Beute. Den gesamten Vorgang kann man im Video verfolgen. Die Python sucht nach einem kleinen Krokodil und schlingt sich ohne viel Gegenwehr um es. Das Krokodil hätte versuchen sollen zu entkommen, denn es hatte gegen eine so große Python keine Chance. In diesem schwarz-weißen Film kämpft ein Muggerkrokodil gegen eine Python. Obwohl das Krokodil anfangs zu gewinnen scheint, ist es letztendlich die Schlange, die siegt, und das Krokodil verlässt das Schlachtfeld. Diese Python verschlingt einen lebenden Alligator. Man sieht den Alligator versuchen zu entkommen, aber es scheint, als würde ihm das nicht gelingen. Diese Schlange ist groß und mächtig, aber es ist kein leichtes Opfer. Der Alligator kann sich fast aus dem Griff befreien und fast aus dem Maul der Python entkommen. Otter. Otter können einige der gemeinsten Kreaturen auf dem Planeten sein. Sie mögen niedlich aussehen, aber sie sind keine Fremden für abscheuliche Taten wie das Fangen von neugeborenen Ottern und deren Gefangennahme für Lösegeld in Form von Futter. Aber hey, sie müssen ja essen, oder? Otter sind Fleischfresser, die täglich ein Viertel ihres Körpergewichts an Nahrung benötigen. Seltsamerweise sind Otter oft die Spitzenprädatoren oder zumindest nahe daran. Dieser Otter hat kein Problem damit, ein großes Krokodil zu necken. Und obwohl er weiß, dass er das Reptil nicht töten kann, hat er dennoch Spaß dabei. Dieser Otter fühlt sich so wohl bei Krokodilen, dass er sich ohne jegliche Sorge neben sie in den Sand rollt. Unglaublich, wie der Otter die Reptilien völlig ignoriert und seltsamerweise versucht keines von ihnen, das Tier anzugreifen. Die massiven Krokodile in diesen Aufnahmen scheinen diesen Ottern überhaupt keine Sorgen zu bereiten. Egal wie groß ihr Gegner ist, sie stürmen heran und greifen an. Wenn sie von größeren Raubtieren wie Krokodilen angegriffen werden, neigen Otter dazu, sich zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten, wie man in den folgenden Aufnahmen sehen kann. Ein anderer Otter hat seinen Spaß dabei, ein Krokodil zu necken. Er springt immer wieder ins Wasser und versucht sogar, den Schwanz des Reptils zu beißen. Krokodile. Während einer Safari im Kruger Nationalpark beschlossen Safari-Enthusiasten, den bekannten Sunset Dam während einer mittäglichen Wildfahrt zu besuchen. Als sie ankamen, entdeckten sie ein riesiges Krokodil mit einem kleineren Krokodil im Maul. Sie hatten zunächst angenommen, dass sie einfach kämpfen würden und das wäre das Ende davon. Das Krokodil wurde zunächst am Schwanz erwischt und war kurz davor zu entkommen, als das größere kannibalische Krokodil für einen weiteren Biss einging und es schließlich an der richtigen Stelle packte, sodass eine Flucht unmöglich wurde. Das Ganze dauerte etwa eine Stunde. Als sie später an diesem Nachmittag zum Sunset Dam zurückkehrten, präsentierte das größere Krokodil seinen Fang fast stolz, während es sich vermutlich an einen geeigneteren Ort zur Mahlzeit verlagerte. Ein Fressrausch folgte, bei dem das tote Reptil in Stücke gehackt wurde. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Krokodile dieser Größe kleinere Krokodile fressen, aber es kommt nicht oft vor, dass man es geschehen sieht.
In diesem Krokodilgehege greift ein gemeines Krokodil ein kleineres an. Das Krokodil versucht, den Todeswurf auf sein Opfer auszuführen und tut dies mehrmals. Einer der Tierfänger greift mit einem Stock ein und schlägt dem Krokodil auf den Kopf, damit es loslässt, und es funktioniert. Ich muss sagen, dieser Mann ist ein mutiger Kerl, um da einzuschreiten, als ob er es mit einer Gruppe von Hühnern zu tun hätte. Krokodile gehören zu den beeindruckendsten und mächtigsten Raubtieren der Welt, mit einem berüchtigten Geschmack für alles, was sie in ihren Mund bekommen können. Beobachter hatten kürzlich diese Beobachtung gemacht, wie einige Krokodile ein anderes töteten, was beweist, dass Kannibalismus in dieser Spezies existiert. Anaconda versus Kaiman. Eine Anaconda greift unter Wasser einen Kaiman an. Die Schlange ist riesig und ringelt sich um das Krokodil. Es gibt nicht viel Bewegung, also denke ich, dass der Kaiman praktisch tot ist. Es sieht so aus, als würde die Schlange die Schlacht unter Wasser verschlingen, aber da bin ich mir nicht sicher. Hast du jemals eine Schlange mit einem so großen Umfang gesehen? Diese Schlange ist monströs und der Kaiman ist sich nicht sicher, ob er zu nah herankommen soll, und wahrscheinlich zu Recht. In diesem Video wird ein Kaiman von einer riesigen und mächtigen Anaconda erdrosselt und erstickt. Der Kaiman sieht aus, als wäre er im Koma. Und wenn nicht, wird er es bald sein, woraufhin er von der hungrigen Schlange verschlungen wird. Eine Anaconda lauert an einem Wasserloch und lauert auf alles Essbare. Ein paar Vögel flattern herum, aber ist das es, was die Anaconda begehrt? Ein Kaiman schwimmt vorbei und bemerkt nicht die Anwesenheit der Schlange. Die Kaimane springen aus dem Wasser, bevor sie angegriffen werden. Aber einer ist zu langsam und wird von der Schlange verschlungen. Jaguar, der Kaimane jagt. Jaguare sind phänomenale Jäger. Und das Töten von Kaimanen ist für diese amazonischen Großkatzen nicht ungewöhnlich. Du kannst sehen, was ich meine, in unserem Vorschaubild, wie ein Jaguar das Krokodil getötet und hineingebissen hat. Nachdem es einen Kaiman getötet hat, hat dieser Jaguar Schwierigkeiten, ihn aus dem Wasser zu tragen. Er schafft es schließlich, indem er sich mit seinen kräftigen Hinterbeinen nach oben drückt, nach einigen Versuchen. Die riesige Katze bewegt sich nicht und der Kaiman wird aus dem Wasser gezogen, während er im Maul der Katze schwach und hilflos aussieht. Ein ausgewachsener Jaguar kann jedes Krokodil erbeuten, unabhängig von der Art, wie ein Nil- oder Orinoco-Krokodil oder jeden anderen Kaiman, einschließlich des schwarzen Kaimans, wenn der Kopf in seinen Mund passt und er mit einem einzigen tödlichen Biss den Schädel zerquetschen kann. Ein Biss von einem Jaguar reicht aus, um eine Mahlzeit zu erhaschen. Schau dir diesen Jaguar an, wie er einen Kaiman im Pantanal in Brasilien erlegt. Das ist eine perfekte Darstellung davon, wie die Großkatze heimlich jagt und wie explosiv sie im Moment der Beauty ist. Jeder, der auf Safari geht, hofft, Jaguare in Action zu sehen, aber diese Sichtung muss zu den besten gehören. Der Jaguar entdeckte den Kaiman und näherte sich ihm, schaffte es, das Tier unter Wasser zu packen und seinen Griff zu sichern. Der Kaiman war keineswegs geschlagen und leistete einen ziemlich guten Widerstand. Die Kraft des Kieferknochens des Jaguars kombiniert mit seiner Schwimmfähigkeit gewann schließlich die Schlacht. Was für eine Sichtung! Wenn Jaguare und Kaimane aufeinandertreffen, gibt es normalerweise nur einen Gewinner. Aber das bedeutet nicht, dass der Kaiman leicht aufgibt. Dieser Kampf fand im Pantanal in Brasilien statt und dieser Kaiman war ein Kämpfer. Der Jaguar, nach dem Kampf unter Wasser erschöpft, kam mit einem besseren Plan auf. Einfach den Kaiman unter Wasser festhalten, um ihn zu ertränken, was ihm gelang. Ich bin sicher, dass bei dem Fang des Jaguars viel Schaden am Hals angerichtet wurde. Aber letztendlich war es das Ertrinken, das den Deal besiegelte. Diese weibliche Jaguarin jagte am Ufer und erwischte schließlich einen Kaiman, verlor ihn jedoch, als das Ufer des Flusses einbrach. Die Großkatze sucht nach ihrer Beute, perplex, weil sie sie nicht finden kann. Sie ist wahrscheinlich längst verschwunden. Alligator, der Alligator frisst. Während eine große Alligatorgemeinschaft zuschaut, packt ein größeres Alligator ein kleineres und versucht es zu zermalmen. Dieses Ereignis muss eine Spendenaktion für Alligatoren oder eine andere jährliche Reptilienveranstaltung sein, aber es ist mir nicht ganz klar.
In diesem Video sieht man einen riesigen Alligator mit einem kleinen Alligator im Maul. Der Alligator frisst das winzige Reptil, aber erst nachdem die aufzeichnende Person ihre Kamera ausschaltet, sodass wir es nicht sehen können. Elefant, erwachsen. Elefanten, abgesehen von der Mutter, unternehmen nichts, wenn ein Krokodil ein junges Kalb inmitten einer Elefantenfamilie angreift. Das Krokodil hatte keine andere Wahl, als diese freudige Gelegenheit des Kalbes zu zerstören. Meine einzige Frage ist, ob das Krokodil sich der Größe der riesigen Elefanten bewusst ist, die es angreifen wird, und welchen Schaden sie anrichten können, wenn sie darauf treten. Ein Krokodil taucht aus dem Wasser auf und schnappt sich den Rüssel eines Elefanten von seinen Stoßzähnen, was ihn zutiefst schockiert. Trotz des Versuchs des Krokodils, sich zu verteidigen, schüttelt der Elefant seinen Kopf, um sich zu befreien. Irgendwann gelingt es ihm, sich zu befreien. Sobald es realisiert, dass das riesige Wesen kurz davor ist, auf ihm herumzutreten und es zu zerquetschen, lässt das Krokodil los. Beobachte, wie dieser massive Elefant in letzter Sekunde ein Krokodil bemerkt, kurz bevor er seinen nächsten Schritt macht. Das Krokodil wusste, dass es dort wegkommen musste, bevor der Elefant es in einen Pfannkuchen verwandelt. Aber das Reptil packte den Rüssel des Elefanten, was keine gute Idee war. Der Elefant zerquetschte das Krokodil und es ist auf dem Video schwer zu erkennen, aber das Krokodil wurde am Ende fast umgedreht und es sah nicht gut aus. Wenn diese beiden Elefanten baden, wird ein Krokodil von einem jungen Elefantenkalb gebissen. Das Reptil versucht, sich am Rüssel des Jungen festzuhalten, kann es aber nicht, während das Kalb ohne Probleme aus dem Wasser geht. Das war knapp für das junge Elefantenkalb, aber es hat hart gekämpft, also war es wohlverdient. Flusspferde. Flusspferde und Krokodile führen epische Kämpfe. Trotz des beeindruckenden Bisses des Krokodils können die Kiefer des Flusspferdes es mühelos zerquetschen, durchbohren und zermahlen. Ein gesundes Flusspferd ist groß genug, um nur von einem Elefanten oder einem Löwenrudel getötet zu werden. Dieses Flusspferd sucht nach einem Krokodil, um an seinem Schwanz zu kauen, aus welchem Grund auch immer. Das Krokodil protestiert nicht und lässt das Flusspferd gewähren. Krokodile haben vor vielen Tieren keine Angst, aber sie scheinen besonders gerne auf Flusspferde zu treffen. Sie kämpfen auch dann, wenn sie von großen Katzen wie Löwen oder Elefanten konfrontiert werden. Aber dieses Krokodil tut alles in seiner Macht Stehende, nur für den Fall. In diesem Video teilen sich eine Flusspferdfamilie und ein Krokodil den Strand, während sie alle entspannt sind und ein Nickerchen machen. Löwen. Diese Löwinnen entdecken ein Krokodil am Strand, aber als sie sich ihm nähern wollen, realisieren sie, dass es kein Gecko ist. Sie bleiben stehen und beobachten einfach, wie das Reptil seinen Mund öffnet und ins Wasser zurückkehrt. Löwen und Krokodile kämpfen meistens um Nahrung. Die Löwen und das Krokodil in diesem Video scheinen jedoch nicht um Nahrung zu konkurrieren. Also begegnen sie sich normalerweise zufällig auf der Suche nach einer Mahlzeit. Deshalb bittet das Krokodil den Löwen, es in Ruhe zu lassen und sagt, dass es es eilig hat, zu ihrem Gynäkologentermin zu gelangen. Nachdem der Löwe erkannt hat, dass das Krokodil vielleicht schwanger ist, hört er auf, es zu belästigen und wünscht ihr viel Glück. Diese Löwen greifen ein einzelnes Krokodil inmitten eines Sumpfes an und die Katzen erkennen schnell, dass es kein Chihuahua ist. Das Krokodil stürzt sich auf die nächstgelegene Katze und versucht, alles zu beißen, was es kann. Die Löwen greifen aus allen Winkeln an, aber das Krokodil reagiert schnell und effektiv. Löwen lassen sich normalerweise von Krokodilen einschüchtern und würden sich selten einem Krokodil nähern, aber in diesem Fall wollte die Löwin das erlegte Tier untersuchen, das das Krokodil aß, wagte es jedoch nicht, es ihm wegzunehmen. In diesem Video von Neueste Sichtungen ist eine Löwin zu sehen, die ein kleines Krokodil verfolgt und packt, kurz bevor das Reptil ins Wasser entkommen kann. Sobald die Großkatze mit ihren kräftigen Pfoten das kleine Reptil erwischt hat, ist es für das Krokodil vorbei. Nach einem missglückten Jagdversuch, bei dem diese Löwen versuchten, zwei Büffel zu erlegen, näherten sie sich diesem Krokodil vorsichtig. Das Krokodil war zwar nicht groß, aber sie sprangen trotzdem nicht darauf. Es handelte sich um junge Subadulte, unerfahren und unsicher, was zu tun ist.
Als das Krokodil sah, dass immer mehr von ihnen ankamen, zog es sich leise und langsam ins Wasser zurück, unter den wachsamen Augen des Rudels. Ein Krokodil zieht sich einigen Löwen gegenüber, die es belästigen, und der männliche Löwe zieht sogar am Schwanz des Reptils, um es näher heranzuziehen, aber das Krokodil dreht sich um und bedroht den vorsichtigen Löwen. Als das Krokodil langsam ins Wasser zurückkehrt, tippt eines der Löwen sanft auf seinen Rücken. Die großen Katzen sehen verwirrt aus, als das Reptil unter Wasser verschwindet. Im Manapools Nationalpark in Simbabwe gibt es eine Löwengruppe, die darauf spezialisiert ist, Krokodile zu töten und zu fressen. In der Nacht vor der Aufnahme dieses Videos befand sich das gezeigte Krokodil auf der Überschwemmungsebene des Sambesi und fraß ein totes Flusspferd, als die Löwen es umzingelten und töteten. Obwohl der Kampf von Johns Camp aus gehört werden konnte, konnte er erst bei Tageslicht gefilmt werden. Daher zeigt dieses Video die Folgen des Angriffs, bei dem die Löwen ihre Beute genießen. Büffel. In diesem Video klammert sich das ansässige Krokodil am unteren Bein eines Büffelbullen fest und ein zweiter Bulle kommt, um seinen Kumpel zu retten, wirft das Krokodil zweimal in die Luft. Das Krokodil scheint ziemlich tief durchbohrt zu sein, während der Büffel scheinbar milde Verletzungen davontrug. Wenn diese Büffel zum Trinken an den Fluss kommen, taucht ein Krokodil aus dem Wasser auf, um Hallo zu sagen. Die Büffel schaffen es, das Schlimmste zu verhindern, und als sie sich vom Wasserloch entfernen, sagen sie dem Krokodil: Viel Glück beim nächsten Mal. Nachdem ein Kapbüffel mitten in der Nacht beschlossen hat, nackt baden zu gehen, wird er von einem Krokodil ergriffen. Aber der Büffel hört nicht auf zu kämpfen und schafft es schließlich, sich aus dem Griff des Reptils zu befreien und aus dem Wasser zu gehen. Wenn dieses Krokodil sich einem Büffel nähert, bewegt sich der Büffel nicht und lässt das Krokodil wissen, dass er kein Interesse daran hat, ihn kennenzulernen. Das Reptil besteht nicht darauf und setzt seinen fröhlichen Weg fort. Tiger. Tiger werden fast immer Krokodile töten, wenn sie an Land sind. Tiger haben in jeder gemeldeten Auseinandersetzung mit Krokodilen an Land diese getötet. Wenn ein Tiger im Wasser auf ein Krokodil trifft, wird er versuchen, hinter den Rücken des Krokodils zu springen und es hinter seinem Nacken zu beißen. Genauso wie in diesem Video, obwohl dieser Angriff an Land stattfindet. Es ist offensichtlich, dass das Krokodil kaum eine Chance hat, sich zu verteidigen, wenn der Tiger auf seinem Rücken ist. Dieser Tiger sucht nach seiner Mahlzeit. Eine Gruppe von Krokodilen hat dem Tiger die Mahlzeit gestohlen, als er nicht hingesehen hat. Und jetzt kommt der Tiger zurück, um sie sich zu holen. Und er ist offensichtlich nicht glücklich darüber. Das ist wahrscheinlich normal. Und ich wette, du würdest genauso empfinden, wenn es dir passiert wäre. Während es ruhig über die Sümpfe läuft, knurrend und zischend, sucht es nach seiner Beute. Schließlich findet es etwas. Was könnte es sein? Als es es schnappt und aus dem Wasser heraustritt, ragen die vier Beine des toten Tieres aus dem Wasser und es sieht aus wie irgendeine Art von Huftierkadaver. Mit seiner unglaublichen Stärke und Ausdauer zieht der Tiger den schweren Kadaver ohne das Eingreifen eines Krokodils an Land. Ich denke, die Krokodile waren gerade einkaufen. Honigdachs. Dieser Dachs scheint dem Krokodil das Spiel zu überlassen und das Krokodil will sich verstecken. Das ist überraschend, andererseits ist der Dachs verrückt. Am Ende hinterließ der Dachs ein paar Bisswunden am Krokodil, ging aber schließlich, weil ihm langweilig wurde. Dieser Honigdachs hat ein kleines Krokodil getötet und trägt es zurück zur Basis, um es zu genießen. Honigdachse sind stark genug, um kleinere Krokodile wie dieses zu bewältigen. Das waren alles großartige Geschichten und es macht Spaß zu sehen, wie Krokodile und Alligatoren von anderen Tieren herausgefordert werden. Welche Geschichte hat dir am besten gefallen? Warum teilst du es nicht in den Kommentaren mit? Das war es für jetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns bitte ein Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir unsere anderen Videos an und abonniere, um Teil des Spaßes zu sein. Klicke auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos sehen kannst, sobald sie hochgeladen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.